Der Swinetunnel wird heute feierlich eröffnet. Ist das Fluch oder Segen für die Insel Usedom? Alles Wichtige dazu gibt es jetzt bei uns. NDR MV live. Damit hallo und herzlich willkommen zu NDR MV Live. Ja, neben den bestehenden Brücken, die nach Usedom führen, kommt heute eine dritte feste Zufahrt dazu. Der etwa 2 Kilometer lange Swinetunnel wird heute feierlich eröffnet. Bisher gab es 2 Zufahrten auf die Insel, die B110 und die B111. Auch die S3 führt nach Usedom und soll weiter ausgebaut werden, damit zum Beispiel Autofahrer aus Berlin schneller auf die Insel kommen. Und die Überfahrt nach Wolin, die hat man ja bisher mit der Fähre gemacht. Das hat immer so etwa eine halbe Stunde gedauert. Jetzt soll der Tunnel eine deutliche Zeitersparnis liefern. Mein Kollege Christoph Kümritz ist auf der polnischen Seite in Wolin, hatte heute Morgen etwas Mühe, dahin zu kommen. Christoph, ist der Tunnel denn jetzt schon eröffnet? Nein, aber in diesen Minuten hören wir hinter uns gerade die polnische Nationalhymne und eben gerade vor 2 Minuten ist hier auch eine Wagenkolonne an uns vorbeigefahren, die sehr nach Offiziellen aussah. Also im Tunnel hinter mir, wo es momentan sehr dunkel ist, deswegen stehen wir hier ein bisschen draußen auf der Rampe, läuft gerade die Eröffnungszeremonie für diesen ja knapp 2 Kilometer langen Tunnel, der also die Insel Usedom hier an Wolin anbindet. Und geplant ist ja, dass jetzt über Mittag, Nachmittag erst einmal Fußgänger und Fahrradfahrer diesen Tunnel ja in Besitz nehmen können und dann ab heute Abend eben auch der Straßenverkehr hier auf 2 Spuren durch die oder unter der Swine hindurchfahren kann. Du musst uns jetzt noch einmal genau erklären, was genau soll der Tunnel jetzt bringen? Na, du hattest es ja schon eingangs gesagt, wir hatten ernsthafte Probleme, hier auf diese Seite der Swine zu kommen. Wir haben heute Morgen 2 Stunden im Stau gestanden an der Fähre. Dort pendeln 2 Fähren über die Swine und bringen Autos, Lkw und Busse von A nach B. Aber das dauert eben und mit diesem Swine-Tunnel wird das deutlich schneller gehen. Knapp 2 Kilometer lang, ich habe es gesagt, 50 km/h wird man hier fahren dürfen. Das heißt, es dauert am Ende ungefähr 2 Minuten, um von der einen auf die andere Seite zu kommen. Und die polnische Seite hofft sich natürlich dadurch deutliche wirtschaftliche Effekte, also dass sich mehr Unternehmen ansiedeln. Und es ist eben eine dritte Zufahrt zur Insel Usedom. Das heißt, alle, die aus Berlin kommen, aus Thüringen kommen, die Südthüringer Zeitung hat schon darüber berichtet und freut sich schon auf diesen Tunnel, all die werden es schneller haben, auf die Insel Usedom, in die Kaiserbäder, in ihre Urlaubsorte zu kommen. Und da gibt es natürlich 2 Seiten zu beachten. Auf der einen Seite, eine dritte Zufahrt könnte bedeuten, dass die bisherigen 2 Zufahrten entlastet werden, weniger Stau. Und es gibt natürlich auch Leute, die Angst haben, dass es mehr Verkehr und noch mehr Verkehrschaos geben wird. Das wird allerdings die Zeit zeigen müssen. Erwartet wird ja auch jede Menge Politprominenz. Gib uns einen kurzen Überblick, was passiert heute noch, wer wird dabei sein? Also, der polnische Ministerpräsident ist hier erwartet, ist ein Vertreter der Europäischen Union da, die ja diesen 200 Millionen Euro Tunnel zu 85% gefördert haben. Also 170 Millionen dieser 200 Millionen Euro, die dieses Bauwerk hier gekostet hat, kommen aus Brüssel. Und es ist natürlich auch der Vorpommern-Staatssekretär der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hier eingeladen. Also es ist schon relativ hoch angebunden und jetzt ist gerade die polnische Nationalhymne verklungen auf den Stühlen lagen rot-weiße Fähnchen. Also man feiert das hier schon sehr, sehr groß. Christoph Kümritz, vielen Dank für die Information aus Wolin. Du wirst uns heute auch noch den ganzen Tag auf dem Laufenden halten. Mehr Informationen zu dem Thema gibt es wie gewohnt auf ndr.de/mv in unserem Podcast Dorf, Stadt, Kreis und natürlich über unsere Social-Media-Kanäle, wo ihr wie gewohnt gerne mitdiskutieren könnt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dahin. Tschüss.